bleibt er denn nur? Sie haben mir gesagt, er würde bei Sonnenaufgang hier sein. Jetzt ist es fast Mittag. Ich habe keine Zeit mehr zu verlieren. Mit jeder Sekunde, die verrinnt, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn wiederfinden. Meine Vertrauensperson wird kommen. Ganz sicher. Aber wann, Mycroft? Ich kann es mir nicht leisten, noch länger zu warten. Wien, Venedig, das ist eine weite Reise. Warten wir wenigstens noch 2 Stunden ab. Eine und keine Minute länger. Autsch! Allmächtiger, was hat das zu bedeuten? Guten Morgen, Mr. Holmes. Ach, und Sie müssen Adolfo Francese sein, der erfolgreiche Kaufmann von Venedig. Freut mich, Sie kennenzulernen. Mycroft, wer um alles in der Welt ist diese Person? Das, mein lieber Don Francese, ist Irene Adler. Das ist er. Sie hat meine Vorhänge ruiniert. Und die Vase war ein Geschenk der Medici aus Florenz. Und außerdem ist sie eine Frau. Für Letzteres kann ich nichts. Aber ich bin dennoch erfreut, dass Sie es bemerkt haben. Das ist doch... Wenn ich an dieser Stelle kurz einlenken darf. Miss Adler genießt mein vollstes Vertrauen. Und ich kann Ihnen versichern, dass sie für gewöhnlich einen weniger spektakulären Auftritt vorzieht. Nebenbei, gab es einen triftigen Grund, warum Sie es vorzogen, durch das Fenster zu stürzen? Der Grund hieß Mr. Killjoy. Er muss mir von Wien aus gefolgt sein. Die Bulldogge von Sir John Conroy ist hier? Der Mann scheint eine enorme Ausdauer zu besitzen. Ich schätze, es ist inzwischen zu einer persönlichen Angelegenheit für ihn geworden, mich umzubringen. Wo befindet er sich jetzt? Das weiß ich leider nicht, Sir. Er ist geflüchtet, als das Hauspersonal auf ihn aufmerksam wurde. Also, dürfte ich vielleicht erfahren, was hier eigentlich los ist? Eine Sache, die nicht weiter von Belang sein dürfte, mein lieber Don. In Anbetracht der dahinschwindenden Zeit halte ich es für angebracht, dass wir jetzt auf Ihr eigenes Anliegen zu sprechen kommen. Das Anliegen, wie Mycroft Holmes es nannte, war schnell auf den Punkt gebracht. Der reiche Don Francese vermisste seinen Sohn. Seit gut einer Woche war der Sprössling, der auf den Namen Stefano hörte und schon seit seiner Jugend als Herumtreiber bekannt war, verschwunden. Dieses Mal hat er es einfach übertrieben. Was wohl bedeuten sollte, dass sich Vater Francese durchaus ernsthafte Sorgen machte. Ganz offensichtlich ging es dieses Mal um mehr als eine pikante Affäre mit einer verheirateten Dame des venezianischen Adels. Stefano ist ein Träumer. Nicht eben das, was sich ein Vater wünscht. Er jagte Dingen hinterher, Fantasien. Zuletzt hat er sich in den Kopf gesetzt, einen Schatz zu finden. Was hat es damit auf sich? Wie Sie vielleicht wissen, wurde Venedig viele Jahrhunderte lang von Staatsoberhäuptern regiert, den Dogen. 120 Männer waren es, die dieses Amt bekleideten, bis vor fast genau 100 Jahren der letzte Doge von Venedig verstarb. Zweifellos interessant. Aber wo ist der Bezug zu dem Schatz? Die Legende sagt, dass, wann immer ein Doge verschied, ein Artefakt einem geheimen Grabmal beigelegt wurde, dessen Ort nur wenigen Eingeweihten bekannt war. Als der letzte Doge starb, wurde dieses Grab geschlossen und versiegelt. Wozu? Man erhoffte sich dadurch, dass die Macht der Dogen, die zu früheren Zeiten weitaus größer war als zuletzt, sich eines Tages wieder erneuern und in neuem Glanz erstrahlen würde. Das ist natürlich blanker Unsinn, aber Glaube. Nicht aber der Schatz, wenn ich Sie recht verstanden habe. Der ist sehr wohl real. Nun, wie bereits erwähnt, wurde das Grabmal vor 100 Jahren verschlossen. Und der letzte Wissensträger durfte längst darüber hinweggestorben sein. Hatte Ihr Sohn konkrete Anhaltspunkte, wo sich das Grab befindet? Ja, sehen Sie, das ist mir leider nicht bekannt. Er betrieb seine Forschung allein für sich und ließ mich nicht daran teilhaben. Bis zuletzt wusste ich nicht einmal davon. Bis mir Signor Polani, Pietro Polani, der Prokurist meiner Firma, die Aufzeichnungen zeigte, die Stefano angefertigt hatte. Was waren das für Dokumente? Pläne, Notizen. Ich bin nicht recht schlau geworden daraus. Aber wenn Sie Polani fragen, kann er sie Ihnen zeigen. Ich meine, falls Sie das für einen geeigneten Anhaltspunkt halten. Unbedingt. Don Francese, Sie haben ansonsten keine Idee, wo sich Ihr Sohn aufhalten könnte? Nein, ich habe bereits mit den Leuten gesprochen, bei denen er für gewöhnlich untertaucht, aber auch dort hat man ihn lange nicht gesehen. Diese Leute könnten lügen. Nein, das ganz sicher nicht. Einen Don Francese zu hintergehen, in welcher Form auch immer, ist noch niemandem gut bekommen. Ich verstehe.
Ich halte es für das Beste, wenn Sie Ihre Ermittlungen unverzüglich aufnehmen. Außerdem erwarte ich, dass Sie mir jeden Tag um diese Zeit über das Ergebnis Ihrer Nachforschungen Bericht erstatten. Das lässt sich ganz sicher einrichten. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich bin ein sehr beschäftigter Mann, wie Sie sich vielleicht denken können. Enrico wird Sie hinaus begleiten. Nicht nötig. Ich denke, wir werden... Enrico! Enrico! Sie haben geläutet, Don Francese. Geleiten Sie bitte Signorina Adler und Signor Holmes hinaus. Natürlich. Also, dann arrivederci, lieber Don. Es ist mir eine Freude, Ihnen weiterhelfen zu können. Was sich herausstellen wird. Arrivederci, Mycroft. Wenn ich dann bitten dürfte, hier entlang. Nehmen Sie mit mir den vorgesehenen Weg oder wollen Sie vielleicht durch den Kaminschacht aussteigen? Verlockender Gedanke. Aber ich komme lieber mit Ihnen. Ihr erster Aufenthalt in Venedig, Miss Adler? Nein, ich habe vor Jahren schon einmal im wunderbaren Teatro La Fenice gastiert. Aber darüber hinaus habe ich noch nicht viel von der Stadt kennengelernt. Oh, dann empfehle ich Ihnen eine Gondelfahrt auf dem Canal Grande mit einem Abstecher zum Markusplatz. Danke. Sagen Sie, haben Sie den Sohn des Hauses gut gekannt? Oh, nicht sehr gut, fürchte ich. Ich stehe noch nicht lange in den Diensten des Don. Verstehe. Demnach war Stefano nicht sehr häufig hier zu Gast? Nun, nicht häufig, nein. Der junge Don verließ dieses Haus im Streit. Aber psst, Sie wissen das nicht von mir. Vielen Dank, Enrico. Ich werde Ihren Rat beherzigen. Auf Wiedersehen. Arrivederci, Signorina. Darf ich Ihnen eine Frage stellen, Mr. Holmes? Woher kennen Sie Don Francese und wie denken Sie über diese Sache? Zwei Fragen in einer. Aber gut. Der Don hat mir einmal eine Gefälligkeit erwiesen, indem er einen britischen Staatsfeind auslieferte, der sich nach Italien abgesetzt hatte. Damals allerdings lagen alle Karten auf dem Tisch, was man im Fall des verschwundenen jungen Don nicht sagen kann. Sie glauben, Don Francese verheimlicht uns etwas? Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Möglicherweise liegt eine Entführung vor. Wenn nicht gar Schlimmeres. Wo wir gerade dabei sind, wie ist denn Ihr erster Eindruck? Ich kann Don Francese nicht ausstehen. Und ich wäre für den Anfang glücklich, wenn ich die Antwort auf eine Frage in Händen hielte. Die da lautet? Was soll ich eigentlich in Wirklichkeit finden? Seinen Sohn? Oder den Schatz? Irene Adler, Sonderermittlerin der Krone. Blutige Kanäle. Der Firmenkomplex von Don Alfonso Francese befand sich in der Nähe des Dogenpalastes, dessen weiße Fassade mit ihren vielen gotischen Rundbögen in der hellen Nachmittagssonne glänzten. Der Besitz des Dons stand dem prächtigen Bau allerdings in nichts nach. Majestätische Steinsäulen führten zu einem eindrucksvollen Eingangsportal, das wiederum in einen großen Marmorsaal mündete. Ein Portier, der in einer goldenen Kabine seinen Dienst versah, schickte mich in den zweiten Stock hinauf, wo sich das Büro von Signor Pietro Polani befand. Signor Polani? Aus dem Weg! Was geht hier vor? Halten Sie den Mann auf! Schnell! Wo ist der? Wo ist der Kerl hin? Wer immer das war, ich fürchte, er ist auf und davon. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Der Portier. Ich muss sofort unten Bescheid geben. Man muss ihn stoppen. Hallo?
Hallo, Portier! Hört mich jemand? Das funktioniert auch nie, wenn man es mal braucht. Fehlt etwas, Signor Polani? Ja, allerdings. Die Aufzeichnungen sind weg. Ist denn das zu glauben? Das Geld hat er liegen lassen. Soll ich die Carabinieri rufen lassen? Nein, das hat Zeit. Entschuldigen Sie, Signora. Aber Sie sind zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt erschienen. Vielleicht wäre es das Beste, Sie kämen morgen wieder. Verzeihung, aber dann kann es bereits zu spät sein. Wie bitte? Don Francese schickt mich. Mein Name ist Irene Adler. Was? Sie sind das? Aber ich hatte ja gar keine Ahnung. Was ist hier passiert und wer war dieser maskierte Kerl? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Eben komme ich zusammen mit Signorina Contare nach dem Mittagessen zurück in mein Büro, als wir diesen Mann überraschen, der... Allmächtiger, er hat meinen Schreibtisch aufgebrochen! Er hat ihn aufgeschlossen. Der Schlüssel steckt noch in der Schublade. Naja, das habe ich ja gemeint. Und was hat er mitgenommen? Verzeihung, aber ich glaube nicht, dass ich befugt bin, Ihnen darüber... Waren es die Aufzeichnungen des jungen Don? Ja. Marina! Wie können Sie... Sagte sie nicht gerade, Don Francese habe sie geschickt, also ist sie in die Vorgänge eingeweiht, nehme ich an. Das ist richtig. Und es ist überaus ärgerlich, dass die Unterlagen ausgerechnet jetzt verschwinden. Sie hätten Anhaltspunkte über den Aufenthaltsort von Stefano Francese enthalten können. Tja, tragisch. Das Verschwinden des Jungen hat uns alle hier sehr mitgenommen. Brauchen Sie mich noch, Signor Polani? Nein. Ich werde Sie rufen lassen, wenn es der Fall sein sollte. Auf Wiedersehen, Miss Adler. Wiedersehen. Noch einmal zu diesem Mann, Signor Polani. Sie haben keine Ahnung, wer das gewesen sein könnte? Oder was er mit den gestohlenen Unterlagen vorhat? Ich kenne den Mann nicht. Und ich weiß im Übrigen nicht, was Sie mit dieser Frage bezwecken. Nun, für irgendjemanden müssen die Unterlagen einen nicht unerheblichen Wert darstellen. Man war sogar bereit, ein hohes Risiko dafür einzugehen. Tja, schon möglich. Von dieser Seite habe ich die Sache noch gar nicht gesehen. Haben Sie Stefano Francese gut gekannt? Nun ja, gewissermaßen. Natürlich. Sein Büro war ja gleich nebenan. Auch wenn er nicht gerade häufig dort war. Wo haben Sie gestanden, als der Einbrecher auf Sie schoss? Wie? Was meinen Sie? Ach so, warten Sie. Hier drüben, neben dem Schrank. Der Mann muss ein ziemlich schlechter Schütze sein. Die Kugel ist in die Wandvertäfelung geschlagen. Ich verstehe nicht, was Sie damit andeuten wollen. Vielleicht gar nichts. Ich mache mir nur so meine Gedanken. Ach ja? Interessant. Zum Beispiel darüber, warum Sie mich nicht korrigiert haben, als ich von dem jungen Don in der Vergangenheitsform sprach. Guten Tag, Signor Polani. Ich habe den Verdacht, dass wir uns schon bald wiedersehen werden. Ich verließ das stickige Büro, in dem es nicht nur nach dem Muff von Jahrhunderten roch, sondern auch nach dem der allzu seltsamen Zufällen anhaftet. Ich fragte mich, ob der alte Don Francese wusste, was in seiner Firma so alles geschah und warum es ausgerechnet passierte, als ich dazu stieß. Ich sah mich in dem großen Haus noch eine Weile um und wollte es gerade durch einen Seitenausgang verlassen, als ich hinter mir eine Bewegung wahrnahm. Wer ist da? Bitte erschrecken Sie nicht, Signorina. Verzeihung, aber ich habe gesehen, wie Sie Signor Polanis Büro betraten. Was ist mit ihm? Oh, das wage ich nicht zu sagen. Nicht hier. Sie wollen etwas über ihn erfahren? Und über Stefano Francese? Was wissen Sie über ihn? Nicht hier. Hier haben die Wände mehr Ohren, als Sie denken. Aber wie... Kommen Sie heute Abend in die Calle Stella. Sagen wir um 21 Uhr. Gehen Sie zum Haus mit der Nummer 15 und klopfen Sie dreimal. Achten Sie darauf, dass Sie niemand bemerkt. Aber hören Sie, wer sind Sie? Mein Name ist Tommaso Moro. Aber das tut nichts zur Sache. Bitte versuchen Sie nur pünktlich zu sein. In Ordnung. Aber wie... Denken Sie an die Ohren und an die Augen, Signorina. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Stella gehörte zu den Straßen, die man in Venedig trockenen Fußes passieren konnte. Sie wurde nur spärlich von zwei einsamen Laternen erhellt. Dichter Nebel, der aus den Kanälen stieg und die Gassen bevölkerte, kroch an ihnen hoch. Ich erreichte das Haus mit der Nummer 15 zwei Minuten vor der vereinbarten Zeit. Die Gasse lag einsam und verlassen vor mir. Ich hatte mich in den Schatten des Hauseingangs gedrückt, sodass mich ein Passant nur schwerlich hätte entdecken können. So wartete ich ab. Aber es öffnete niemand. Ich klopfte erneut, mit demselben Ergebnis. Hallo? Ist hier jemand? Vollkommene Dunkelheit umhüllte mich wie ein dichter Mantel. Ich stand inmitten eines Raumes, der mir nichts zu sagen hatte. Signor Moro, sind Sie hier? Signor Moro? Wo sind Sie? Ich habe Sie gehört. Hier. Ich folgte seiner Stimme, bis ich ihn fand. Am Boden liegend. Der Geruch von frischem Blut lag in der Luft. Tommaso, was ist passiert? Gehen Sie schnell her. Ja, sprechen Sie. Er ist... Oh nein, bitte nicht. Tommaso Moro war tot. Er war in meinen Armen gestorben. Was hatte er mir noch anvertrauen wollen? Ich wusste es, als ich einen warmen Hauch in meinem Rücken spürte. Sie sind noch hier, nicht wahr? Ja. Sie sind der Mann, der heute Nachmittag das Büro von Polani ausgeraubt hat. Sie sind erstaunlich. Fast zu schade um. Mich umzubringen? Ja. Ich bin direkt hinter Ihnen. Sie haben keine Chance zu entkommen. Wie fühlt es sich an? Was? Die Gewissheit, im nächsten Augenblick zu sterben. Verspüren Sie Angst? Zieht Ihr bisheriges Leben an Ihnen vorbei? Weder noch. Was empfinden Sie dann? Sagen Sie es mir, bitte. Eher ein Gefühl der Vorfreude, würde ich sagen. Aufs Jenseits? Auf das, was nach dem Tod kommt? Nein, eher auf das, was nach dem Tritt kommt. Und falls Sie es noch genauer wissen wollen, auf die Genugtuung zu wissen, einen Volltreffer gelandet zu haben. Oh, Sie verfluchtes Miststück. Bleiben Sie still! Ich denke ja gar nicht daran. Ich rannte nahezu blindlings auf die Gasse hinaus, die zwischen zwei Häuserreihen hindurchführte. Der Nebel war noch dichter geworden, was Fluch und Segen zugleich war. Hier geblieben! Sie können mir nicht entkommen. Niemals! Der Kerl wusste genau, wo ich mich befand und welchen Weg ich nehmen würde. Ich musste mir also schnellstens etwas überlegen. Geben Sie auf, kleine Signorina. Sie zögern es nur hinaus. Ich befand mich inmitten der Nebelgasse, irgendwo in dem Bereich zwischen den beiden Laternen, wo kein Licht existierte. Neben mir tauchte ein dunkles Rechteck auf. Jetzt reicht es. Denken Sie, Sie können mir entkommen? Ich hatte die Gasse verlassen. Aber wo genau befand ich mich? Ich hatte keine Anhaltspunkte und vor allem keine Zeit, um mich orientieren zu können. Also tat ich das, was mir das Leben retten sollte. Ich rannte blindlings weiter. Es wird
keinen Platz in Venedig geben, an dem Sie noch sicher sind. Das schwöre ich Ihnen. Noch jemand, der mich um jeden Preis tot sehen will. Irene, du machst dir nicht gerade viele Freunde. Ich schwamm weiter. Der Gestank des Kanals raubte mir beinahe den Atem. Ich versuchte, mich in dem dichten Nebel zurechtzufinden und erreichte irgendwann die Uferbefestigung. Was sagt man dazu? Ein ziemlich seltenes Fischlein scheint mir. Das Kleid passt tatsächlich wie angegossen. Sag dich doch, dafür habe ich einen Blick. Wird Ihre Freundin nicht furchtbar eifersüchtig sein, wenn ich ihre Kleider trage? Sie wird darüber hinwegkommen, denke ich. Vor allem, weil sie vermutlich gar nicht mehr weiß, dass sie diese Sachen in meiner Wohnung gelassen hat. Ah, eine von diesen Freundinnen also. Eine verflossene. Sie hat sich gleich als nächstes einem Makler in den Hals geworfen. Zumindest gibt er sich dafür aus. Und Sie? Wer sind Sie in Wirklichkeit? Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Lorenzo Lando. Zurzeit ohne feste Arbeit und demnächst wohl auch ohne festen Wohnsitz, wenn dieser alte Kasten hier endgültig abgerissen wird. Das ist das, was Sie mir erzählt haben. Aber es war nicht die Antwort auf meine Frage. So? Glauben Sie etwa, ich verheimliche Ihnen etwas? Ach, lassen wir diese Geheimniskrämerei. Sie waren nicht zufällig an der Kanalmauer, um mich aus dem Wasser zu fischen. Sie denken, ich mache so etwas häufiger. Sie sehen mir nicht aus wie jemand, der sich mitten in der Nacht zum Spaß am Kanal herumtreibt. Sie haben etwas oder jemanden gesucht. Und dabei Sie gefunden. Sie kennen den Kerl, der hinter mir her war, richtig? Sein Name ist Antonio Barbarigo. Und er lässt sich von jemandem anheuern, der genügend Scheine auf den Tisch legt. Wofür zum Beispiel? Für alles Mögliche. Am Ende vielleicht sogar von Ihnen? Sehe ich so aus? Was haben Sie am Kanal gemacht? Sie sind reichlich neugierig. Bin ich immer, wenn man kurz vorher versucht hat, mich umzubringen. Also? Ich bin in die Calle Stella eingebogen, weil ich jemanden besuchen wollte. Sein Name ist Tommaso Moro. Aber dann hörte ich einen Schuss. Und wenig später sah ich die Fratze von Barbarigo. Und da dachte ich mir, dass etwas faul ist. Dass er hinter einer Frau her war, konnte ich bei dem Nebel ja nicht wissen. Er hat ihn umgebracht. Was? Wen? Den alten Mann, Signor Moro. Nein, das ist nicht wahr. Ich bin nur wenige Minuten zu spät gekommen. Man hat ihn erschossen. Diese gewissenlosen Schweine. Von wem sprechen Sie? Von den Männern, für die Barbarigo arbeitet. Es sind Verbrecher, alle miteinander. Und sie tarnen sich mit dem Deckmantel einer geheimen Organisation. Hatte Stefano Francese damit zu tun? Woher kennen Sie diesen Namen? Don Francese hat mich angeheuert, seinen Sohn zu finden. Adolfo Francese. Das ist gut. Sie sollen also den Burschen aufspüren, ja? Ja. Kennen Sie ihn etwa? Oh ja, wir haben einige Monate lang Tür an Tür gearbeitet. Sie waren auch in Franceses Firma angestellt? Mhm. Bis der Alte mich rauswerfen ließ. Von seinem Handlanger Polani. In Ordnung. Das mag stimmen oder auch nicht. Im Augenblick interessiert mich nur eines. Wissen Sie, wo sich Stefano Francese im Augenblick aufhält? Hören Sie, ich gebe Ihnen einen gut gemeinten Rat. Lassen Sie die Finger davon. Diese Sache ist zu groß für Sie. Sagt mir jemand, der in einem heruntergekommenen Loch am Hafen haust und sich nachts an den Kanälen herumtreibt. Ich meine es ernst. Sie wissen nicht, worauf Sie sich da einlassen. Dann erklären Sie es mir. In Venedig ist eine Organisation am Werk, die die alte Macht des Dogen wieder aufleben lassen will. Sie beten einen neuen Anführer an, von dem niemand weiß, wer er eigentlich ist. Noch agieren sie irgendwo im Verborgenen, aber sie arbeiten bereits daran, die amtierende Regierung abzusetzen, heißt es. Inwieweit ist Stefano Francese in diese Sache verwickelt? Ach, dieser dumme Junge. Was weiß denn ich? Vielleicht ist er längst tot. Oder die Suche nach dem Schatz hat ihn wahnsinnig gemacht. Und Sie? Was haben Sie mit all dem zu tun? Gar nichts. Bleiben wir doch bei der Wahrheit. Die steht Ihnen nämlich besser. Ha. Also schön.
Der alte Francese hat mich gefeuert, weil ich ihm zu unbequem geworden war. Ich habe Dinge hinterfragt, die in seiner Firma passiert sind. Was zum Beispiel? Unterschlagungen, Fälschung von Geschäftsberichten. Diese Sachen kommen in jeder zweiten Firma vor. Allein deswegen hätte sie der Don wohl kaum entlassen. Ich habe ihm auf den Kopf zugesagt, dass ein Unternehmen mit der geheimen Dogenorganisation kooperiert. Eine schwere Anschuldigung. Sie hätten ihn sehen sollen, wie er darauf reagiert hat. Ganz weiß um die Nase geworden ist er. Wenn Ihre Vermutung zutrifft, sind Sie mit einer Entlassung gut davongekommen. Ein Wunder, dass Ihnen Barbarigo nicht längst einen Besuch abgestattet hat. Oh, das hat er. Aber ich konnte ihm und seinen Auftraggebern klarmachen, dass ich gut versichert bin. Stefano Francese war nicht der Einzige, der sich Notizen gemacht hat. Nur, dass meine sicher verwahrt bei meinem Anwalt liegen. Und sollte mir etwas zustoßen, der Umschlag nach meinem Tod direkt der Presse übergeben wird. Wo kann ich Antonio Barbarigo finden? Sie sagten, Sie kennen ihn. Also werden Sie vermutlich auch wissen, wo er sich herumtreibt. So groß ist Venedig schließlich auch wieder nicht. Wozu wollen Sie das wissen? Seit ich in diesen Fall hineingezogen wurde, sind eigenartige Dinge passiert. Nicht nur der junge Francese, sondern auch seine Aufzeichnungen über den Schatz sind verschwunden. Dann das seltsame Verhalten des Prokuristen Polani und schließlich der Mord an Tommaso Moro, bei dem wir ja sogar den Täter kennen, nicht wahr? Es dreht sich alles um Stefano Francese und seine Forschungen. Und dieser Barbarigo ist einer der Schlüssel zu diesem Fall. Also, wo kann ich ihn finden? Hören Sie, mit diesem Mann ist nicht zu spaßen. Erzählen Sie mir keine Dinge, die ich bereits weiß. Was wollen Sie denn von ihm? Er hat geschworen, mich umzubringen. Er wird mich beschatten wollen. Aber ich werde ihm zuvorkommen und den Spieß umdrehen. Im besten Fall wird er mich zu der Organisation führen, für die er arbeitet und die, das ist meine Theorie, für das Verschwinden des jungen Francese verantwortlich ist. Ihr Plan ist verrückt genug, um entweder zu funktionieren oder sie noch in dieser Nacht umzubringen. Ich warne Sie, Miss Adler. Die Leute, die hinter der Organisation stehen, werden vor ihrem hübschen Gesicht nicht Halt machen. Das lassen Sie meine Sorge sein. Also? Es gibt da einen Club, in dem er manchmal verkehrt. Das La Grotta. Aber ich sage Ihnen gleich, das ist kein Lokal für Damen. Das trifft sich gut. Ich bin nämlich keine. Die Adresse? Ich werde es bereuen. Ich weiß es jetzt schon. Hier, aber... Ich weiß. Sie sind aus dieser Sache raus. Dann müssen Sie sich keine Vorwürfe machen, wenn Sie Ihre Morgengazette aufschlagen und meine Todesanzeige darin lesen. Es wird keine Anzeige geben, weil man Ihre Leiche nie finden wird. Denn dafür, Miss Adler, ist Venedig immerhin noch groß genug. Noch immer bevölkerte der Nebel die Kanäle und die Kleingassen der Inseln, auf denen sich die Stadt ausruhte. Der Club La Grotta lag versteckt und abgelegen an einem der kleinen Wasserwege. Es war bereits spät und das Lokal hätte längst geschlossen sein müssen. Ich fand es hingegen bei vollem Betrieb vor und mir wurde sehr schnell klar, dass sich hier eine ganz besondere Gesellschaft aus Nachtschwärmern eingefunden hatte. Ah, Signorina Adler, was für eine Freude, Sie hier zu sehen. Sie meinen wohl eher eine Überraschung. Das sowieso. Das hier ist eigentlich kein Club für Damen, wissen Sie? Ein Wunder, dass sie Luigi überhaupt reingelassen hat. Vermutlich, weil er ungefähr so betrunken ist wie Sie. Und gegen ein paar Lire hatte er auch nichts einzuwenden. Ist Ihr Chef auch hier, Enrico? Don Francese? Hier? Nein, nein, das ist ganz und gar nicht sein Stil. Und ich schätze, er würde mich auf der Stelle feuern, wenn er wüsste, dass ich hier bin. Aber heute ist mein freier Abend und der Alte kann mich mal kreuzweise. Wollen Sie ein Glas Prosecco? Ich habe zufällig noch eins übrig. Warum eigentlich nicht? Geben Sie her. Hausmarke. Er perlt so schön auf der Zunge. Ich glaube, das reicht, Morosini. Warum nehmen Sie nicht noch einen Grappa an der Bar? Ich? Ja, das wird vielleicht das Beste sein. Guten Abend, Signor Polani. Wie ich sehe, haben Sie sich von dem Schrecken wieder erholt. Dem Überfall in meinem Büro, meinen Sie? Nun ja,
Man wird den Dieb schon stellen. Die Papiere werden wieder auftauchen. Sie scheinen viel Vertrauen in die italienische Polizei zu haben. Oder hoffen Sie am Ende, den Täter hier in diesem Club zu treffen? Was? Hat man Ihnen die Aufzeichnungen vielleicht sogar zum Kauf angeboten? Hören Sie, Signorina Adler. Sie sollten Ihr Blatt nicht überreizen. Hat sie Don Francese nicht angeheuert, um seinen Sohn zu finden? Sie werden lachen, aber genau deswegen bin ich hier. Hier im La Grotta? Machen Sie sich doch nicht lächerlich. Ich habe das Gefühl, dass ich hier durchaus an der richtigen Adresse bin. Ein Freund hat sie mir gegeben. Sie kennen ihn. Sein Name ist Lando. Lando? Sie machen also gemeinsame Sache mit einem Verräter. Nun ja, Sie müssen ja immerhin wissen, was Sie tun. Ich hoffe nur, dass Sie es nicht schon bald bereuen werden, Signorina Adler. Das hoffe ich auch. Hallo? Barista? Was muss man tun, wenn man hier etwas Anständiges zu trinken bekommen will? Sie könnten einen Grappa bestellen. Lohnt es sich? Ich würde sagen schon. Ich riskiere es. Natürlich, sofort. Aber nicht doch, Darling. Sie müssen das Glas unten am Stiel festhalten und nur kurz an den Aromen riechen. Das werde ich wohl nie lernen. Cheers! Ah, Miss Adler. Guten Abend, Marina. Irgendwoher kenne ich das, was Sie da tragen. Aber es steht Ihnen. Ach, vielen Dank. Nein, wirklich. Sie geben eine überaus gute Figur in dem Kleid ab. Hat Lorenzo es Ihnen geborgt? Ja. Dann sind Sie also die Frau, von der er gesprochen hat. Ganz sicher. Der gute Lorenzo, wie geht es ihm? Und wo steckt er? Ich kann ihn nirgends sehen. Ich bin allein hierher gekommen. Dann waren Sie es, die Signor Polani so sehr verstimmt hat? Er ist gerade an mir vorbeigekommen und hat eine sehr unflätige Bemerkung gemacht. Was hat Sie heute Nacht hierher verschlagen? Ich bin in Begleitung dieses amerikanischen Gentlemans hier. Darf ich vorstellen? Dies ist Dexter Osborne aus Kansas. Sehr erfreut, Ma'am. Irene Adler aus England. Geboren in New Jersey. Sie kommen auch aus den Staaten? Na, so eine Überraschung. Hey, Signor Barista, machen Sie uns doch noch zwei von diesen, Sie wissen schon. Miss Adler ist auf Erholung hier, ist es nicht so? Ach was. Na, dann sollten Sie unbedingt Ihre Zeit genießen. Venedig ist wundervoll, all diese lustigen Kanäle. Einen davon habe ich bereits kennengelernt. Und was tun Sie hier? Lassen Sie mich raten. Eine Geschäftsreise. Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich bin im Auftrag einer großen Firma hier, die in Venedig gerne einige Immobilien erwerben möchte. Was Sie nicht sagen? Dann wünsche ich Ihnen dabei ein... Was haben Sie? Warum starren Sie mich so an? Hinter Ihnen ist eben ein Mann reingekommen. Sieht ziemlich finster aus. Kennen Sie ihn? Sein Name ist Barbarigo. Er darf mich hier nicht sehen. Gibt es noch einen Hinterausgang? Ich glaube nicht, aber... Die Waschräume. Wo finde ich die? Schnell! Sie... Da vorne durch die Tür und dann links die Treppe runter. Ist aber nicht sehr sauber. Ich will darin auch nicht übernachten. Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Bis später vielleicht. Aber Sie haben ja Ihren Grappa noch gar nicht getrunken. Ich tauchte ein in die Menge. Ich wagte nicht, mich umzudrehen. Unauffällig huschte ich durch die offene Tür und gelangte kurz darauf zur Treppe. Hier unten herrschte dämmeriges Licht. Die Frage, die in meinem Kopf herumspukte, ließ mich nicht zur Ruhe kommen. Hatte Barbarigo mich beim Betreten des Clubs gesehen? Ach, ich glaube, ich habe meinen Schminkspiegel drin liegen lassen. Nein, doch nicht. Hier ist er ja. Ach, so einen hätte ich auch gern. Er ist so schön handlich. Aber wenn man ihn dicht genug heranhält, sieht man wirklich nur die Lippen. Es kam mir darauf an, mich für einen kurzen Moment selbst aus dem Verkehr zu ziehen. Ich brauchte Zeit zum Nachdenken. Sobald Barbarigo das Lokal wieder verließ, würde ich mich an seine Fersen heften. Der Waschraum verfügte über zwei hohe Fenster, von denen aus ich verfolgen konnte, wer sich die Straße hinunter bewegte. Und die Schlangenlederstiefel dieses Mannes hätte ich überall erkannt. Doch sie kamen nicht. Zumindest nicht auf diesem Weg. Ich wusste, dass es Barbarigo war, noch ehe er den Waschraum betreten hatte.
Noch hatte ich vielleicht die Möglichkeit, mich über eines der Fenster nach draußen abzusetzen. Dazu musste ich nur auf den Stuhl an der Wand steigen. Geben Sie sich keine Mühe. Sie werden hier nicht mehr rauskommen, jedenfalls nicht lebend. Antonio Barbarigo, sagen Sie mir, für wen Sie arbeiten. Wer hat Sie beauftragt, den alten Tommaso umzubringen? Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich Ihnen das verrate. Vielleicht würde es mir das Sterben etwas erleichtern. Was sind Sie bloß für eine naive, dumme Gans? Kein Wunder, dass man Sie so schnell wie möglich loswerden will. Ach ja? Nun, vielleicht lassen Sie mich einfach von dem Stuhl heruntersteigen und dann reden wir nochmal in Ruhe über die ganze Sache. Vielleicht bei einem Glas Wein. Versuchen Sie es erst gar nicht. Ich stehe nicht auf Frauen. Ach so, wie schade. Obwohl ich auch nicht gerade behaupten könnte, dass ich auf Killer stehe. Fahren Sie zur Hölle, Miss Adler. Sie haben vorbeigeschossen. Auf diese Distanz? Ja. Was um alles in der Welt? Etwas stimmte nicht. Ich sah Barbarigo in etwa 2 Metern Entfernung vor mir stehen. Und es schien, als könne er sich nur noch mit Mühe auf den Beinen halten. Dann schoss ein Schwall Blut über seine Lippen und er brach in die Knie. Hinter Barbarigo, noch halb auf der Türschwelle, war ein Schatten aufgetaucht. Ja. Barbarigo? Ja. Bekomme keine Luft mehr. Was ist hier los? Ich schätze, mich haben Sie nicht erwartet. Richtig, Miss Adler. Mr. Killjoy! Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Warum haben Sie das getan? Er war im Begriff, Sie umzubringen. Das konnte ich nicht zulassen. Sollten Sie etwa seit Wien die Seiten gewechselt haben? Nein, aber es ist meine Aufgabe und mein Privileg, Sie zu töten. Dieser Kerl hätte mich um den Genuss meiner Rache gebracht. Ach, und das konnten Sie natürlich nicht zulassen, ich verstehe. Erlauben Sie? Danke. Ich bin gerne mit meinen Gegnern auf einer Höhe. Zumindest physisch. Hä? Nicht weiter wichtig. Na kommen Sie, Mr. Killjoy. Bringen wir es hinter uns. Oder haben Sie mir noch etwas von Sir John Conroy auszurichten? Er lässt Sie fragen, ob Sie Lilien oder Nelken bevorzugen. Fürs Grabgesteck. Wie wäre es mit Vergissmeinnicht? Aber damit wird sich der Gute noch ein paar Jahre Zeit lassen müssen. Ich beabsichtige nämlich nicht, so bald abzutreten. Und schon gar nicht in dieser Nacht. Bedauere, aber ich werde Ihnen keine Wahl lassen. Netter Versuch. Und jetzt bin ich dran. Das war für die gemeine Attacke auf mein Auge. In Wien. Und ich hatte schon Angst, Sie wären nachtragend. Und jetzt kriegen Sie den Rest. Mr. Killjoy, ein Riese von einem Mann, rannte in blinder Wut auf mich zu. Die scharfe Klinge blitzte in seiner Hand auf. Ich musste etwas tun, und zwar schnell. Da wurde mir bewusst, dass ich inmitten der Spiegelscherben stand. Eine besonders lange lugte unter meinem rechten Schuh hervor. Stirb, du Miststück! Nicht heute Nacht! Mein Bein! Sie wollten es nicht anders. Leben Sie wohl, Mr. Killjoy! Kommen Sie nicht, dass Sie mich damit aufhalten können. Ich krieg's nicht! Noch an der Tür des Waschraums warf ich einen Blick über meine rechte Schulter. Das Unglaubliche geschah. Mr. Killjoy, aus dessen rechtem Oberschenkel die Spiegelscherbe ragte, humpelte hinter mir her. Ich krieg Sie, Miss Adler! Und wenn es das Letzte ist, was ich tue!
Ich rannte zurück in den Gastraum des La Grotta. Doch dort wartete eine seltsame Überraschung auf mich. Das Lokal war menschenleer. Wohin waren alle so plötzlich verschwunden? Die Antwort erhielt ich, als mein Blick auf den großen Spiegel an der Wand neben dem Tresen fiel. Ein leichter Lichtschimmer drang dahinter hervor. Ich machte einen Schritt darauf zu. Eine Geheimtür. Und ein Gang dahinter. Das werden Sie bereuen. Ich breche Ihnen alle Knochen, wenn ich Sie in die Finger kriege. Mr. Killjoy ließ mir keine Wahl. Ich sah bereits seinen dunklen Schatten in dem Durchgang zum Treppenhaus auftauchen. Ich musste handeln, und zwar sofort. Also fasste ich mir ein Herz und trat über die Schwelle. Ein Geheimgang, der in die Tiefe führt. Ich sage euch, meine lieben Brüder, der Tag ist nicht mehr fern, an dem wir die Macht wieder an uns reißen, um diese Stadt von denen zu befreien, die sie über viele Jahre hinweg an den Rand des Ruins getrieben haben. Wir werden unser geliebtes Venedig wieder in altem Glanz erstrahlen lassen. Von hier aus werden wir ein neues Imperium aufbauen. Unser neuer Doge wird in Kürze zu euch sprechen. Macht euch bereit, denn er ist es auch. Als ich das Ende der Treppe erreicht hatte, glaubte ich zunächst nicht, was ich da sah. In einer Felsengrotte, die von Fackeln erleuchtet direkt an das dunkle Kanalwasser grenzte, befanden sich etwa 50 Männer, die in kuttenartige Gewänder gehüllt waren. Ihre Aufmerksamkeit wurde auf einen Mann gelenkt, der einen violetten Talar trug und der von einem tiefgelegenen Felsplateau aus zu ihnen sprach. Ihr habt lange, so lange auf ihn warten müssen. Jetzt ist er endlich gekommen, um euch, um uns alle zu erlösen. Heißt ihn willkommen, denn er wird unsere Stadt in ein neues Zeitalter führen. Hier ist der neue Doge von Venedig. Danke. Ich danke euch in seinem Namen. Er, der heute noch sein Gesicht verhüllt hat, lässt euch Folgendes mitteilen. Ich werde euren Auftrag annehmen und meinen großen Einfluss geltend machen, um diese Stadt zu unermesslichem Wohlstand zu führen. Die Zeiten des Gehorsams gegenüber unseren Feinden sind vorbei. Und wenn wir erst den Sieg errungen haben, wird sich auch mein Schleier lüften. Und unsere Feinde werden vor Angst erstarren, wenn sie erkennen, wer sie besiegt hat. Euer neuer Doge dankt euch. Und als Zeichen unseres Dankes und Vertrauens werde ich ihm heute feierlich das Zepter überreichen, das ihn ganz offiziell zu unserem neuen Herrscher macht. Hier ist es. Hochverehrter Herr, ich übergebe euch das Zepter als Zeichen unserer Anerkennung. Möge es euch in eurem und unserem Vorhaben leuchten und euch Glück bringen. Ich drückte mich noch immer in den Schatten der Felsen und beobachtete, was auf dem Plateau unter mir geschah. Wie auf einer Bühne präsentierte sich der angeblich neue Herrscher über diese Stadt, ohne bisher auch nur ein einziges Wort gesprochen zu haben. Er stand dort in einer blutroten Robe, deren Abschluss eine ebensolche Kapuze bildete, die lediglich die Wölbung der darunterliegenden Nase erkennen ließ, sowie zwei schmale Schlitze in Augenhöhe. Der Maskierte nahm soeben das Zepter entgegen
als etwas Unvorhergesehenes geschah. Was ist denn da oben los? Was soll das? Wer wagt es uns in diesem feierlichen Moment zu stören? Irene Adler, es ist noch nicht vorbei. Oh mein Gott, Killjoy, Sie sind so ein Idiot. Was ist denn das? Das ist ein Weibsbild. Und ein weiterer Unbefugter. Ergreift die beiden, schnell! Was? Tut mir leid, Mr. Killjoy, aber was nun kommt, haben Sie sich selbst eingebrockt. Leben Sie wohl. Bleiben Sie stehen, Sie können mich doch nicht. Packt den Kerl! Packt ihn! Und schleift ihn her, wo ich ihn sehen kann! Nein! Lasst mich! Die Frau gehört mir! Das Weibsbild auch! Macht schon! Bringt sie mir her! Wenn nicht lebendig, dann eben tot! Tot! Mr. Killjoy hatte in der unterirdischen Felsengrotte ein wahres Inferno angezettelt. Und wieder einmal befand ich mich auf der Flucht. Wohin konnte ich noch gehen? Die Männer schnitten mir in nahezu alle Richtungen den Weg ab. Bis auf eine. Und die führte mich auf das Felsplateau hinunter und direkt zu dem Priester im violetten Talar. Hier herüber! Ihr verdammten Narren, hier ist sie! Wo ist Ihr maskierter Freund hin? Was? Wie kommen Sie da zu mich? Na! Fassen Sie mich nicht an! Hilfe! Ich werde ihn schon finden. Sie ist eine Spionin! Ergreift sie und tötet sie! Oh nein, nicht schon wieder. Irene, hier drüben! Ich wirbelte auf der Stelle herum. Am Rand des Plateaus, dort wo das Wasser des Kanals gegen die Felsen schwappte, war im Schein der Fackeln ein pechschwarzer Schatten aufgetaucht, der im ersten Augenblick wie ein gefährliches Raubtier aussah. Es handelte sich um eine venezianische Gondel. Ich begriff sofort, was die Stunde geschlagen hatte und setzte mich in Bewegung. Springen Sie in die Gondel, schnell! Das sagt sich so leicht. Machen Sie schon, ich kann den Kahn nicht länger an den Felsen halten. Ich kann nicht glauben, was ich da tue. Großartiger Sprung. Naja, zumindest halbwegs. Und für eine Frau wohlgemerkt. Oh, Lorenzo. Ich freue mich auch, Sie hier zu treffen. Hier geblieben! Das könnte Ihnen so passen. Achtung, Lorenzo! Ja, schon gesehen! Wir müssen hier weg. Stoßen Sie die Gondel von der Felskante ab. Was glauben Sie, was ich vorhabe? Es funktioniert! Ins Wasser gestoßen. Kommen Sie zurück! Das war wirklich Rettung in letzter Sekunde. Was um alles in der Welt tun Sie hier eigentlich? Na, ich konnte Sie doch nicht allein gehen lassen. Das haben Sie aber. Ja, ich weiß, und deswegen bekam ich Gewissensbisse. Ich meine, ich wusste ja immerhin, an was für einen Ort ich Sie da geschickt hatte. So? Das heißt, Sie wussten von dieser Grotte hier? Nein. Das habe ich erst herausgefunden, nachdem ich Sie vergeblich oben im Club gesucht habe. Wissen Sie eigentlich, wem Sie da gerade entkommen sind? Dem geheimen Orden der Dogenbrüder, nehme ich an. Ganz genau. Sie können von Glück sagen, dass Sie nicht gleich kurzen Prozess mit Ihnen gemacht haben. Die hätten es getan, wenn Sie nicht gewesen wären. Wo hatten Sie denn so plötzlich die Gondel her? Die habe ich mir geborgt. Gewissermaßen. Der Eigentümer weiß noch nichts davon. Dachte ich mir. Und wer war der Kerl in dem violetten Talar? Sein Name ist Marco Chelsea. Ein abtrünniger Priester, der in allerhand Machenschaften verstrickt ist. Ich habe Ihnen die Frage schon gestellt, aber ich versuche es nochmal. Wer sind Sie in Wirklichkeit? Mein Name ist noch immer Lorenzo Lando. Weiter. Die Richtung stimmt. Ich bin Leutnant bei den Carabinieri und verfolge die Machenschaften von Don Francese schon eine ganze Weile. Deswegen habe ich mich in seine Firma einschleusen lassen. Leider muss er davon Wind bekommen haben.
Wie ausgesprochen ärgerlich für Sie. Und hinderlich auf dem Weg zum Oberleutnant. Ja, den Spott habe ich wohl verdient. Sie können es wieder gut machen, indem Sie mir verraten, was Sie über Francese herausgefunden haben. Allerhand. Aber das, was Sie vermutlich am meisten interessieren dürfte, ist die Tatsache, dass Stefano Francese sein unehelicher Sohn war. Die beiden haben sich gehasst und der Junge wurde in der Firma seines Vaters lediglich geduldet. Bis zu dem Tag, an dem er etwas über den geheimen Dogenschatz herausfand. Und da wurde er plötzlich für seinen Vater wieder interessant? Genau so war es. Aber dann verschwand Stefano und seine Aufzeichnungen waren derart kryptisch, dass der Alte nichts damit anfangen konnte. In seiner Verzweiflung weihte er seinen findigen Prokuristen Polani in die Sache ein. Doch auch er kam nicht weiter damit. Deshalb kam man auf mich. Wieder richtig. Sie sollten weniger seinen Sohn aufspüren, sondern vielmehr den Weg zum Schatz. Der alte Francese hat Sie und Mr. Holmes als Mittel zum Zweck missbraucht. Das war mir irgendwie von vornherein klar. Und irgendwer scheint dann noch sein eigenes Süppchen zu kochen. Derjenige, in dessen Auftrag Barbarigo die Aufzeichnungen gestohlen hat. Und genau dort endet meine Spur. Es kommen zu viele Leute dafür in Frage. Vielleicht steckt der Geheimbund des Dogen dahinter. Ich bin sicher, dass er mit der Sache zu tun hat. Halten Sie an, Lorenzo. Was ist? Wollen Sie etwa hier aussteigen? Das würde ich Ihnen nicht empfehlen. Wenden Sie die Gondel. Schnell. Aber was... Machen Sie schon. Beeilung. Ach, bitte sehr. Ganz wie Sie wollen. Aber beschweren Sie sich hinterher nicht, wenn wir wieder in die Fänge der Organisation geraten. Keine Sorge. Ich weiß, was ich tue. Sagte die Frau, die in das Haifischbecken stieg. Darf ich wenigstens erfahren, was Sie vorhaben? Sie dürfen. Ich habe mich nämlich gefragt, wohin der maskierte Doge so schnell verschwunden ist, nachdem man ihm das Zepter ausgehändigt hat. Und sind Sie zu einem Ergebnis gekommen? Zunächst habe ich gedacht, es hätte mit meinem Erscheinen zu tun gehabt. Aber das glaube ich nicht. Halten Sie mich für verrückt, aber ich denke, dass dieses Zepter der Schlüssel zum Schatz ist. Was? Ist das nicht ein bisschen weit hergeholt? Nicht, wenn der geheime Maskenträger auch der Mörder von Stefano Francese ist. Der gleiche Kerl, in dessen Auftrag Barbarigo die Papiere gestohlen hat. Der neue Doge? Sie denken... Er hat es von Beginn an nur auf den Schatz abgesehen. Alles andere ist ihm egal. Verdammt, Sie könnten tatsächlich recht haben damit. Da vorne ist eine Gondel. Ich sehe sie. Da rudert jemand wie verrückt. Bei Gott, es ist der maskierte Doge. Hinterher, Lorenzo. Jetzt zeigen Sie mal, was in Ihnen steckt. In der einsetzenden Morgendämmerung, die die gesamte Stadt in ein trübes Grau hüllte, pflügte unsere Gondel durch einen kleinen, namenlosen Seitenkanal. Wir hatten das Boot vor uns für einen Moment aus den Augen verloren, doch schon bald begegnete es uns wieder. Da vorne! Sie dümpelt herrenlos an der Anlegestelle! Halten Sie darauf zu und dann nichts wie raus! In Ordnung! Festhalten! Warten Sie, ich helfe Ihnen! Nehmen Sie meine Hand! Ja! So, hierher rüber! Hepp! Danke. Wo sind wir hier gelandet? Das ist die Treppe, die zur alten Kirche von Santa Maria di Nazareth hinaufführt. Der Friedhof ist uralt und wurde stillgelegt. Kommen Sie, die Treppe rauf. Moment mal. Aber natürlich. Hier irgendwo liegt der letzte Doge von Venedig begraben. Wo genau? Es gibt eine Krypta auf dem Gelände, soweit ich weiß. Führen Sie mich hin. Schnell! Wir hasteten über das Gelände, durch Reihen von windschiefen Grabsteinen, die mit einer dicken Moosschicht überwuchert waren. Endlich tauchte vor uns ein graues Gebäude auf. Die Tür ist offen. Da sehen Sie, das Schloss wurde aufgebrochen. Wir sind ganz nah dran. Ich werde hinuntergehen. Wir? Nein, Sie werden hübsch hier oben auf mich warten. Das können Sie vergessen. Hören Sie. Nein. Don Francese will den Schatz? Ich werde ihn auf einem Silbertablett servieren. Zusammen mit dem Mörder seines Sohnes. Oh, verdammt, Irene, können Sie da nicht ein einziges Mal... Nein, kann ich nicht.
Und jetzt lassen Sie uns die Spur verfolgen, solange sie noch heiß ist. Was sind Sie eigentlich? Eine Detektivin oder eine Selbstmörderin? Fragen Sie mich das, wenn wir wieder hier raus sind. Die Treppe darunter. Großer Gott. Und ich dachte mal, die italienischen Frauen hätten Temperament. Sehen Sie das? Da unten muss irgendwo eine Fackel brennen. Ja, großartig. Ich fühle mich schon gleich viel wohler. Der Doge muss hier irgendwo sein. Viele Möglichkeiten hat er nicht. Hinter der Tür da. Achtung. Die Grabkammer des letzten Dogen. Hier ist nichts. Nur der Steinsarg auf dem Podest. Ja, wir sind zu spät gekommen. Nein, das glaube ich nicht. Aber er ist nicht hier. Was macht Sie da so sicher? Die Tatsache, dass Sie ihn nicht sehen? Oh, das ist doch nicht zu fassen. Helfen Sie mir mal. Was? Na, mit dem Sargdeckel. Na los! Schon gut, warten Sie. Was auch immer Sie sich davon versprechen. Jetzt. Gut so. Oh mein Gott. Ist er das? Ja, das ist Stefano Francese. Man hat ihm die Kehle durchgeschnitten. Das Blut ist eingetrocknet. Der Verwesungsprozess hat bereits eingesetzt. Er muss auf der richtigen Spur gewesen sein. Und das hat er mit seinem Leben bezahlt. Wo kann er hin sein? Der falsche Doge, meine ich. Er kann sich kaum in Luft aufgelöst haben, oder? Es sei denn... Denken Sie, was ich denke. Ja, hier irgendwo muss es einen verborgenen Mechanismus geben. Vielleicht am Sarg, oder? Hier, ich habe es. Diese Zementrose lässt sich drehen. Es funktioniert. Grundgütiger, ich nehme alles zurück, was ich von Ihnen behauptet habe. Dieses Mal würde ich Ihnen sogar freiwillig den Vortritt lassen. Da unten brennt eine weitere Fackel. Kommen Sie, aber vorsichtig. Da ist er. Der Doge. Halt! Polizei! Nehmen Sie die Hände hoch! Haben Sie nicht gehört, was ich gesagt habe? Die Hände! Vorsicht! Er hat eine Waffe! Ah! Oh, verdammt! Lorenzo! Er hat mich am Arm erwischt. Sie haben ihn auch getroffen. Na, warte! Irene, nicht! Ich will endlich wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Waffe fallen lassen! Ah! Und jetzt, zeig uns dein Gesicht, Doge von Venedig! Grundgütiger, das ist doch... Guten Abend zusammen! Dexter Osborne aus Kansas. Sie sind etwas mehr als nur der harmlose Angestellte Ihrer Firma, nicht wahr? Der Schatz der Dogen. Ich... Ist er tot? Ja. Er kam nicht mehr dazu, das Zepter zu verwenden. Es gehört in diese Tür. Es ist tatsächlich ein Schlüssel. Vermutlich zu einer verborgenen Schatzkammer. Das war es, was Stefano Francese herausgefunden hatte. Ganz recht. Es war das typische Beispiel eines blinden Huhns, das ganz plötzlich ein Korn gefunden hatte. Marina, was um alles in der Welt tun Sie hier? Haben Sie es denn nicht durchschaut, Lorenzo? Dexter Osborne war nur Ihr Handlanger. Während sie sich an den jungen Francese herangemacht hatte, um herauszufinden, was er wusste, hat Osborne den falschen Dogen gespielt, um das Zepter zu bekommen. Vermutlich liegt der wahre Doge auf dem Grund irgendeines Kanals. Verdammt, daran habe ich nicht gedacht. Soll ich weitermachen, Marina? Wenn es Ihnen Spaß macht. Ihr Plan war, den jungen Francese zu bezirzen. Aber er ließ sich nicht darauf ein, nicht wahr? Also musste er sterben. Das erledigte vermutlich Barbarigo für Sie. Und Sie verfielen dem Plan, die Aufzeichnungen stehlen zu lassen und sich ganz nebenbei selbst ein Alibi zu verschaffen, indem Sie den Täter zusammen mit dem ahnungslosen Polani auf frischer Tat ertappten. Sie sind gut, Irene. Ziemlich gut. Ich nehme an, dass Sie sich auch Dexter Osborne vom Hals geschafft hätten, wenn die Zeit gekommen wäre. Die Zeit ist gekommen, und zwar genau jetzt. Nehmen Sie die Hände hoch, und zwar alle beide. Machen Sie keinen Unsinn, Marina. Ganz im Gegenteil.
Ich werde das tun, wovon ich schon so lange geträumt habe. Der Schatz der Dogen. Jetzt wird er mir gehören, mir ganz allein. Haben Sie da nicht noch etwas vergessen? Miss Adler und mich zum Beispiel. Keine Sorge. In diesem Revolver befinden sich 6 Kugeln. Selbst für einen ungeübten Schützen wie mich sollte es auf dieser kurzen Distanz möglich sein, sie beide damit ins Jenseits zu befördern, nachdem sie die Kammer geöffnet haben. Was? Wer von euch hat das Zepter? Sie, Irene, richtig? Los, öffnen Sie die Tür, wird's bald! Wenn Sie glauben, ich weiß, wie das funktioniert. Oh, Sie sind doch ein helles Köpfchen, das haben Sie uns doch gerade eben bewiesen. Jetzt machen Sie schon. Wer könnte einer so freundlichen Einladung schon widerstehen? Ich sehe, Sie sind ein vernünftiges Mädchen. Es gibt da durchaus ein paar Leute, die das anders sehen. Irene, seien Sie vorsichtig. Die Tür könnte durch irgendeinen Mechanismus gesichert sein. Das ist genau der Grund, warum diese Aufgabe einem von uns beiden zukommt, Lorenzo. Signorina Contare macht sich nämlich ungern die manikürten Fingerchen schmutzig. Oh, wie ich mich freue, Sie für all diese kleinen Bosheiten bezahlen zu lassen, meine liebe Irene. Die Tür hat sich geöffnet. Gehen Sie hinein, los! Ich weiß nicht, ob das so... Tun wir besser, was sie sagt. Das Schießen wird sie nämlich selbst übernehmen müssen. Das ist sie also. Aber... Sie ist leer, was hat das zu bedeuten? Vielleicht ist jemand vor Ihnen hier gewesen. Vorsichtig mit solchen Aussagen. Warum sehen Sie nicht nach, was sich in dem kleinen Kasten dort befindet? Das werde ich, keine Sorge. Und Sie beide drehen sich mit dem Gesicht zur Wand, die Hände nach oben. Ich warne Sie. Eine falsche Bewegung und ich drücke ab. Das haben wir verstanden. Auch wenn ich meinen rechten Arm im Moment nicht benutzen kann. Was hat das zu bedeuten? Es ist nichts drin, außer Sand und... Das hier. Genau wie der Sand ist deine Zeit verronnen. Das kann nicht wahr sein, das... Das glaube ich nicht. Leer! Die ganze Kammer ist leer, außer diesem verdammten Ding mit dem Sand. Sand. Was haben Sie gesagt? Hören Sie es denn nicht die ganze Zeit irgendwo rieseln, seit wir diese Kammer betreten haben? Hören Sie auf, mich reinlegen zu wollen, das... Das ist allein Ihre Schuld. Ich werde Sie... Die Tür schließt sich. Der Sand ist durchgelaufen. Das fehlende Gegengewicht drückt die Tür erbarmungslos zu. Nichts wie raus hier, sonst werden wir lebendig begraben. Das könnte euch so passen. Hier geblieben, ich knall euch über den Haufen. Schnell, Lorenzo! Das wagt ihr nicht, ihr werdet sterben, alle beide! Achtung, Irene! Nichts passiert! Ich bin draußen! Schnell, Irene, geben Sie mir Ihre Hand! Die Tür schließt sich! Ja! Du bleibst hier, Miststück! Wenn ich schon sterben muss, dann wenigstens nicht allein! Ja! Lassen Sie mich los! Irene, kommen Sie, schnell! Ich versuche es, ja! Mir ist nichts geblieben, gar nichts! Doch! Sie haben immer noch Ihr verdammtes Zepter! Hier haben Sie es! Ihre Hand, Irene! Hier, bitte! Helfen Sie mir! Großer Gott, das war wirklich im allerletzten Augenblick. Das kann man wohl sagen. Oh. Sie ist verschlossen. Nicht zu machen. Und das Zepter... Liegt drin. Sie hatten recht. Die Kammer war durch einen Mechanismus gesichert. Und der Schatz? Ich vermute, es hat ihn nie gegeben. Himmel, was für eine haarsträubende Sache. Was machen wir denn jetzt mit ihr? Ich würde vorschlagen, Sie verständigen ein paar Ihrer Männer und versuchen gemeinsam die Tür aufzustemmen. Ich denke nicht, dass Marina Ihnen in der Zwischenzeit abhanden kommt.
Es sei denn, es lauern noch andere Gefahren in der Kammer. Höchstens die der Langeweile. Was haben Sie denn jetzt vor? Was schon? Ich werde dem ehrenwerten Don Francese einen Besuch abstatten und ihn von den Ereignissen unterrichten. Er wird sehr enttäuscht sein, fürchte ich. Das hoffe ich wiederum sehr. Einzig um seinen Sohn tut es mir leid. Ja, er wusste vermutlich nicht, auf was er sich da eingelassen hatte. Kommen Sie noch mit drauf? Wenn Sie damit drauf ans Licht meinen, herzlich gerne. Wissen Sie, nachdem das jetzt alles überstanden ist, könnte ich Ihnen doch eigentlich ein wenig die Stadt zeigen. Die wirklich schönen Orte, meine ich. Die gibt es tatsächlich? Oh ja, jede Menge sogar. Was meinen Sie? Einverstanden. Nachdem ich ein Bad genommen habe. Und zwar in der Wanne in meinem Hotelzimmer. Außerdem möchte ich aus diesem Kleid raus. Darin habe ich mich von Anfang an nicht wohl gefühlt. Weil es einer Mörderin gehört. Verstehe. Außerdem zwickt es mich die ganze Zeit. Darum hat sie es also nie zurückgewollt. Sehen Sie, Lorenzo? Und damit wäre dann auch das letzte Geheimnis dieses Falls gelüftet. Tatsächlich, ja. Ich finde, jetzt sollten wir wirklich gehen. Nach Ihnen, Lorenzo. Immer nach Ihnen. Irene Adler, Sonderermittlerin der Krone. Blutige Kanäle.